Die große Arena-Meisterschaft-Testphase 2 ist vorbei. Und nachdem wir auch die letzte Runde gewonnen haben, Freunde, gehen wir mit einer Bilanz von 100% Siegen, also 12:0, hier aus dieser Testphase. Ihr könnt hier auf einen Blick mein Endergebnis sehen. Und wir werden in dieser Episode über viele sehr interessante Themen sprechen. Zum einen kleinen Rückblick, also das, was wir erlebt haben. Zum anderen sprechen wir über Cheater und Hacker, also die Schummler, die einigen von uns das Leben zur Hölle machen, und dann zu guter Letzt darüber, wie sich die große Meisterschaft in Zukunft entwickeln wird, also die große Arena-Meisterschaft entwickeln wird, und natürlich welches Format 5 gegen 5, 3 gegen 3, Flotten und so weiter uns als nächstes erwartet und was ich denke, in welche Richtung es sich entwickeln sollte. Also Freunde, bleibt dran, es wird sehr spannend. So, Freunde, wie immer präsentiere ich euch das Ergebnis des letzten Kampfes, der letzten Runde hier in dieser Fazit-Episode. Das machen wir gleich zuerst, weil wir noch einige sehr interessante Themen zu besprechen haben. Und dafür gehen wir zuerst einmal rein hier zu Yias, unser letzter Gegner in Runde 3 von 3 der letzten Testphase. Also ein durchaus würdiger Gegner, denn er hatte Darth Revan auf Ausrüstungsstufe 13, Jedi Knight Revan, also Jedi Ritter Revan, ebenfalls als einsatzbereit gehabt hier, und dazu kommt, dass er Commander Luke Skywalker hatte, Nachtschwestern, Kopfgeldjäger, alle ziemlich stark, aber ich denke, er hat einen entscheidenden Fehler gemacht, weswegen er am Ende verloren hat. Wir gehen nochmal ganz kurz hier in Runde 3, das war ja alles nochmal alle Gegner, in die Übersicht. Und da könnt ihr sehen, Freunde, dass wir tatsächlich souveräner gewonnen haben als er. Und die Sache ist die, er hat hier tatsächlich überall alles weggeräumt. Also er hat unsere Geonosianer weggeräumt, er hat unser Grievous-Team weggeräumt, das hier noch Gear 12 war, ne, zum Zeitpunkt der Anmeldung. Dann hatten wir hier ein paar Lappenrebellen drin, die eh ganz leicht zu besiegen sind. Dann hier unsere Kopfgeldjäger, die er auch weggepustet hat. Und natürlich auch unser Commander Luke Skywalker-Team. Wir haben aber trotzdem viel souveräner gewonnen, und das, obwohl er viele starke Gegnerteams in der Verteidigung hatte. Hier also die Nachtschwester, ne, mit zweimal Seta für Talzin und natürlich die wichtige Seta für Asajj in ihrer Passiven. Dann hier ein Kopfgeldjäger-Team. Außerdem hatte er Jedi Ritter Revan in die Verteidigung gestellt. Hier oben waren dann noch Phoenix mit drin, die relativ easy waren. Und auch hier waren dann noch, ne, ist auch kein so schlechtes Team mit Karth und Nasi als Anführer mit Seta. Ist wirklich schon ziemlich gut. Wie kommt es also, dass wir so dermaßen souverän gewonnen haben? Ganz einfach, ich habe ein bisschen Mindgames mit dem Gegner getrieben. Und der eine andere wird sagen, naja, hätte er Darth Revan in die Verteidigung gepackt, hättest du bestimmt verloren. Ja, vielleicht. Allerdings hätte er dann auch wiederum keinen Darth Revan mehr für die Offensive gehabt, um hier an meinem Grievous und an meinen Geonosianern vorbeizukommen. Ich vermute mal, dass er Darth Revan für einen von den beiden benutzt hat. Und das Ganze, was ich gemacht habe, nennt sich Mindgames, also Gedankenspiele im Endeffekt. Ja, ich habe ihn manipuliert, denn was ich gemacht habe ist, ich habe in meiner Arena mein Grievous-Team gespielt zuletzt. Und wenn er sich mein Profil anschaut, falls er sich die Mühe macht, dann sieht er in meinem Profil, dass ich dort das Grievous-Team drin hatte, mit dem man Darth Revan kontert. Was er also gemacht hat ist, er hat sich Darth Revan für die Offensive aufgehoben, weil ja viele Spieler, wenn sie einen Darth Revan haben, wenn sie einen Jedi Ritter Revan haben, packen sie Jedi Ritter Revan in die Verteidigung. Und heben sich dann meistens alles andere für die Offensive auf. Also er hat sich gedacht, ich sehe, dass er Darth Revan hat und Jedi Ritter Revan, deswegen hebe ich mir Grievous für die Offensive auf und packe mein Jedi Ritter Revan in die Verteidigung. Er selbst konnte sich auch nicht leisten, beide Revans in die Verteidigung zu packen, weil er sonst niemals hier in der Offensive durchgekommen wäre. Also musste er einen von den beiden aufheben, hat das gemacht, was die meisten Spieler in der Form machen. Er hat Jedi Ritter Revan in die Verteidigung gepackt, weil mein Jedi Ritter Revan ist schneller als seiner. Und hat sich Darth Revan aufgehoben als Ass, um eben unsere Teams wegzupusten. Vor allem die Geonosianer oder Grievous oder sowas in Richtung, ne? Und auf diese Weise war das im Prinzip aus seiner Sicht die nächstlogische Entscheidung. Was ich aber gemacht habe, ist, ich habe halt Grievous in die Verteidigung gepackt und nicht mein Jedi Ritter Revan. Und habe mir wiederum mein Jedi Ritter Revan aufgehoben. Alles weitere, Freunde, ist Geschichte.
Das könnt ihr gerne sehen, wenn ihr oben rechts auf das kleine i klickt und da dann eben die Playlist auswählt und die Folge, in der wir hier gegen Jiras gekämpft haben. Dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, wie das ausgegangen ist. Im Endeffekt haben wir unsere Teams geschickt eingeteilt, haben ein wenig dafür gesorgt, dass wir vollen Schutz hatten und volle Gesundheit. Und auf diese Weise haben wir doch sehr souverän gewonnen gegen die Teams, die er hatte, mit den Teams, die wir hatten. Und wir haben nicht einmal Darth Revan oder sowas in der Richtung. Und er hat mit Sicherheit Einheiten verloren. Weil bei der Punktzahl, die er hier hat, bei den Bannern, die er hat, hat er mit Sicherheit irgendwo Einheiten verloren. Sei es im Kampf gegen die Geonosianer oder gegen General Grievous. Das ist auch so jemand, der meistens komplett bei allen Gegnern den Schutz wegmacht. Manchmal sogar ein oder zwei Einheiten besiegt. Und auch die Geonosianer haben das Potenzial dazu, ein, zwei Einheiten zu besiegen. Der Gegner gewinnt zwar im Endeffekt, aber er blutet. Und es reicht schon, wenn er ein, zwei Banner mehr blutet als wir, damit wir den Kampf gewinnen, ja? Es ist also völlig in Ordnung, wenn der Gegner einen Full Clear macht, solange wir eben einen besseren Full Clear machen. Und das sind die Art Kämpfe, die ich am liebsten mag. Die Kämpfe, in denen ich alles in die Verteidigung packe und der Gegner packt alles in die Verteidigung und jeder nimmt nur ein Feld ein oder so, das finde ich persönlich sehr langweilig. Ich mag das hier lieber. So, sprechen wir also jetzt mal über das, was bisher so passiert ist, also allgemein das Matchmaking hier in der großen Arena-Meisterschaft. Ich persönlich bin der Meinung, dass das Matchmaking teilweise doch noch sehr holprig ist, denn ich kann verstehen, dass natürlich, wenn man anfängt, wir gehen nochmal hier in das Ding da rein, so, wenn man zum Beispiel mit Carbonit anfängt, ja, dann hat man natürlich leichtere Gegner. Und wenn man dann aber immer weiter höher kommt, ja, dann kriegt man immer stärkere Gegner. Die Sache ist nur die, was bedeutet es für mich, wenn ich in Carbonit bin und ich habe leichte Gegner und meine Gegner werden immer schwerer? Die Gegner, die ich habe, sind ja keine computergestellten Gegner. Die Gegner, die ich habe, sind tatsächlich richtige, echte, menschliche Spieler. Wenn ich jetzt also in Carbonit bin, alleine, als starker Spieler und ich bin mit 7 anderen Spielern in Carbonit, die alle schwächer sind als ich, damit ich es halt leichter habe, weil hier soll der Schwierigkeitsgrad ja leichter sein und hier soll er langsam ansteigen. Das würde auch bedeuten, dass diese anderen 7 Spieler alle frustriert sind, weil die keinen Sieg holen können gegen mich, weil das Matchmaking das so entschieden hat. Finde ich persönlich sehr schlecht und sehr schwach. Das muss unbedingt geändert werden. Und es gibt nur eine Möglichkeit, eine einzige Möglichkeit, das in Zukunft besser zu machen. Denn so wie das System aktuell funktioniert, und glaubt mir, Freunde, Capital Games werden es nicht hundertprozentig umkrempeln. Die werden hier und da ein paar Schräubchen drehen, aber die werden das nicht komplett ändern. Und so wie das System aktuell läuft, ist das so, dass, wenn jetzt die große Arena-Meisterschaft vorbei ist, werde ich von Kaiba wieder zurückgesetzt auf 0 auf Carbonit. Diese Punktzahl, die ich hier habe, 32.204, wird ebenfalls auf 0 zurückgesetzt. Ich bin wieder Carbonit und muss mich dann wieder erneut hochspielen auf Kaiba. So, und damit aber niemand vergisst, dass ich mal Kaiba war, gibt es hier diese Ansicht. Wenn ich also auf meine Werte gehe und ich scrolle hier etwas runter, dann seht ihr, sind neue Statistiken hinzugefügt worden. Hier, ab hier fängt das an. Erhaltene Meisterschaftsaufstiege, das bedeutet, wie oft bin ich Ligen aufgestiegen. Das hier bedeutet, wie oft habe ich Kämpfe gewonnen im Angriff. Das hier heißt, wie oft haben meine Teams verteidigt. Und wie ihr seht, stelle ich meistens schwache Teams in die Verteidigung und greife meistens mit starken Teams an. Bedenkt hierbei auch, dass wenn ihr in einer höheren Division seid, ihr natürlich mehr Zahlen habt als ich, weil ihr auch mehr Kämpfe macht. Wenn ihr in einer niedrigeren Division seid, habt ihr automatisch niedrigere Zahlen, weil ihr ja auch weniger Kämpfe macht. Es geht also nicht um die Höhe der Zahlen hier, sondern um das Verhältnis der Zahlen zueinander. Hieraus kann man erkennen, dass ich meistens schwache Einheiten in die Verteidigung stelle und meistens starke Einheiten für die Offensive benutze. Okay, ganz wichtiger Tipp. Und dann haben wir die Banner. Das sind die Banner, die ich geholt habe in der Meisterschaft bis jetzt. Hier steht 28.146. Da ist noch nicht angegeben, oder das ist, glaube ich, live, das hier. Das ist Live-Anzahl. Dann volle Meisterschaftsrunden gemeistert, 20. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, weil wir haben jetzt in der Meisterschaft 12 Runden gemeistert. Testphase 1. Der Meisterschaft waren ja 3 Runden. Also wären das 15. Und die Testphase davor waren auch 3 Runden. Das wären also 18. Ich weiß gar nicht, wie ich dann hier letztendlich auf 20 komme. Aber gut, das sind wohl gewonnene Meisterschaftsrunden. Keine Ahnung, sind jetzt hier 20. Dann haben wir gewonnene Meisterschaften mit zu kleinen Trupps, 54. Da seht ihr also, wie oft ich Kämpfe gewonnen habe mit einem zu kleinen Trupp. Dann besiegte Territorien der Meisterschaften, habe ich 71 Territorien besiegt. Und dann haben wir noch hier erreichte Höchstpunktzahl in Meisterschaften. Also Territorien sind ja für alle Spieler gleich, egal in welcher Division sie sind, ja. Ob sie jetzt also Division 1 sind oder Division, keine Ahnung, 6, 7 sind oder so in der Richtung, ne. Die haben immer dieselben Territorien. Es sind halt nur mehr oder weniger Teams in einem Territorium. Und dementsprechend ist diese Zahl hier schon eher ein Vergleichswert für alle, ne, divisionsübergreifend.
So, erreichte Höchstpunktzahl in Meisterschaften, das ist die Punktzahl, die ihr vorhin gesehen habt, 32.204. Und dann höchster erreichter Meisterschaftsrang ist jetzt hier ohne Rangliste. Ich bin gespannt, ob letztendlich die Testphase 2 Kaiba für mich hier anerkannt wird. Oder ob das hier, es dauert ja noch einen Tag, bis letztendlich die Belohnungen durch sind und so, ne? Nach einem Tag, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme um 23 Uhr praktisch, ne? Würde dann hier drinstehen, dass ich Kaiba war und damit also für die Ewigkeit festgehalten, weil das mein höchster erreichter Meisterschaftsrang war. Vielleicht steht da aber auch einfach nur dran drin, Kaiba Rang 32 oder so, ne? Keine Ahnung, irgendwas wird da wahrscheinlich drinstehen und dann kann man das immer nachvollziehen, was man hier erreicht hat. Deswegen können die den Rang hier auch zurücksetzen, um nochmal die Kurve zu kriegen, Freunde. Gehen wir nochmal zurück in die Meisterschaft. Deswegen können die das hier auch ruhig zurücksetzen, weil es ja in der Statistik festgehalten wurde, dass man eben diesen Rang erreicht hat. Bedenkt hier, Freunde, wenn ihr meine Kämpfe seht, wir befinden uns in Division 5, 2 Millionen bis 2,49 Millionen GM. Ja, und dementsprechend sind auch meine Kämpfe anders als die bei euch. Wenn ihr in dem Bereich seid oder in dem Bereich, dann sind meistens ganz andere Einheiten Meta als in dem Bereich, ja, oder auch verfügbar. Und dasselbe gilt eben auch für Spieler in höheren GM-Stufen. Da sind auch ganz andere Einheiten und Strategien verfügbar, als wenn wir eben hier sind. Ich bin genau im Mittelmaß, das finde ich ziemlich gut, denn dadurch können die Spieler hinten noch ein bisschen was lernen und die Spieler hier vorne können sich eben auf das freuen, was noch kommt. Also es ist so ein schönes Mittelding, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich hier gelandet bin, weil das ist für die da hinten nicht zu weit entfernt, aber auch für die da vorne ebenfalls nicht zu weit zurück, ja. So, also jetzt nur allein aus Content-Creator-Zwecken. Euch ist aber wahrscheinlich aufgefallen, dass hier unten noch eine Zahl ist. Und das ist die Gesamtzahl der Punkte, die wir gesammelt haben. Eigentlich ist diese Gesamtzahl der Punkte völlig unnötig. Sie ist aber schon drin. Und wie kann Capital Games einen Nutzen aus dieser Gesamtpunktzahl schlagen, ohne großartig das System umzukrempeln und dafür zu sorgen, dass das Matchmaking zukünftig besser wird? Wenn ich jetzt also auf Carbonit zurückgesetzt werde, ja, dann sollte ich ungefähr mit den Spielern in einen Pool geworfen werden bei Carbonit, die eine ähnliche Gesamtpunktzahl erreicht haben wie ich. In Relation natürlich zu den großen Arena-Meisterschaften, die ich gekämpft habe. Ich habe jetzt also eine ganze große Arena-Meisterschaft durchgezogen, Testphase 2 und die Testphase 1. So, in beiden Testphasen habe ich insgesamt zusammen 40.000 Punkte geholt oder anders ausgedrückt, es waren jetzt 15 Runden, wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie das System zustande kommt, ich vermute mal, dass das System hier auf diese volle Meisterschaftsrunden gemeistert oder insgesamt Meisterschaftsrunden aus ist, ja, also wenn ich jetzt hier 12 Runden gekämpft habe, plus ich habe jetzt eh alle gewonnen, also kann man sagen, es waren 20 Runden ungefähr, ja, so, nehmen wir jetzt mal an, ich habe circa 20 Runden gekämpft, wie auch immer diese Zahl zustande kommt, und ich habe alle 20 Runden gewonnen, dann würde sich ja meine Meisterschaftspunktzahl aus jemandem zusammensetzen, der alle 20 Runden gewonnen hat, plus die ganzen Feeds, die noch gemacht wurden. Das bedeutet, diese Zahl hier müsste also mindestens durch die 20 Runden geteilt werden, und dann haben wir eine Zahl, die letztendlich ergibt, was quasi meine durchschnittliche Punktzahl ist. Und diese durchschnittliche Punktzahl, mit denen müsste ich gematcht werden. Also quasi die Gesamtpunktzahl in Relation zu den Runden, die ich gekämpft habe, insgesamt, sollte also festlegen, gegen wen ich hier zukünftig gematcht werde. Weil wenn ich einfach nur zurückgesetzt werde auf 0 und ich habe wieder 0 Punkte und diese Zahl hier hat keinerlei Nutzen, dann würde das bedeuten, dass ich hier wieder von vorne anfange und wieder mit irgendwelchen ganz schwachen Spielern zusammengeworfen werde und mich ebenfalls wieder mit einer 100%igen Siegquote nach oben spiele. Denn erst ganz am Ende, als ich mehr und mehr Kämpfe gemacht habe und das Matchmaking immer präziser wurde, denn über die Anzahl der Kämpfe wird das Matchmaking immer präziser und das ist das offizielle Statement von Capital Games, das ich von denen habe, als EA Game Changer, besagt nämlich, dass je mehr Kämpfe ihr macht, umso präziser wird das Matchmaking. Wer ein bisschen logisch nachdenkt, der kommt drauf, aber ich habe eben hier die offizielle Bestätigung, dass das tatsächlich der Fall ist. Ja, also es ist so programmiert, dass je mehr Kämpfe ihr macht, umso präziser wird das Matchmaking. Und ihr habt das gesehen am Ende, ja, ganz zum Schluss, als ich hier in Kaiba war, habt ihr gesehen, wir hatten echt gute Gegner. Wir hatten diesen Gegner hier, okay, das war der Schwächste hier in diesem Matchmaking, der hat aber auch seine Kämpfe gewonnen, auf seine Art und Weise, weil er ziemlich viele Gear 12 Einheiten hatte, geschickt stationiert und gekämpft hat, ja. Da hatten wir ihn hier zum Beispiel, Jay, der ebenfalls sehr geschickt
gekämpft hat mit Darth Revan hier und mit seinen Einheiten und sich auch nicht umsonst hier hochgespielt hat. Und zu guter Letzt hatten wir dann eben Yias. Wir hatten sogar noch andere starke Gegner, die sich gar nicht mal, die gar nicht mal gekämpft haben. Ihr seht, er hat gekämpft. Er hat sogar Darth Malak mit dabei und er hat verloren. Ja, wie das zustande kommt, weiß ich nicht. Aber er hat auf jeden Fall seine erste Runde verloren, darum musste nicht gegen ihn kämpfen. Aber er hat Darth Malak, vermutlich hat er sich den für die Offensive aufgehoben. Und viele andere starke Spieler waren auch noch mit dabei. Hier mit Kommando Luke Skywalker und Jedi Training Rey. Wir hatten auch noch hier unten ein paar, ich weiß gar nicht, das waren jetzt eigentlich die Stärken. Hier, Brian, gegen den, Brian K., gegen den habe ich gar nicht gekämpft. Ihr seht, der war auch noch ziemlich stark, ziemlich ordentlich ausgebaut. Also alles eben für meine Verhältnisse ziemlich gut. Das heißt, so am Ende hat das Matchmaking doch schon ziemlich gut funktioniert. Und das ist ein Punkt, den ich jetzt gerne abschließend ansprechen möchte hier zum Thema Matchmaking. Ihr seht ja, das Matchmaking funktioniert tatsächlich. Es wird immer und immer besser, je mehr Kämpfe man macht. Man sollte aber nicht nur die Kämpfe zählen bis zum Kaiba und dann wieder von vorne anfangen, sondern man sollte eben die Gesamtpunktzahl nehmen, damit sich nämlich eine über die ganze Lebenszeit des Accounts eine immer präzisere Bilanz ableiten lässt. Und daraus lässt sich dann eben ein Matchmaking erstellen, also gegen wen man kämpft, ja, ein Match erstellen. So, und ich glaube, das wäre der richtige Weg, dass man eben diese Gesamtpunktzahl in Relation einsieht. Ich habe nicht die offizielle Info von Capital Games, ob das der Fall ist. Ich weiß nicht, ob das noch gemacht wird oder ob das hier rein kosmetisch ist für irgendwelche Achievements irgendwann mal in der Zukunft. Zum Beispiel erreiche 1 Million Gesamtpunktzahl oder sowas in der Richtung, ne? Das kann ja auch sein, dass man irgendwas bekommt, Kristalle oder so. Aber das wäre, denke ich mal, fürs Matchmaking insgesamt besser. Die Mechanik existiert, die Mechanik ist da, von Carbonit zu Kaiba. Sie muss halt nur auf den Gesamtaccount übertragen werden und das wäre ganz leicht machbar. Lasst mich also hier gerne in die Kommentare wissen, Freunde, wie war euer Matchmaking, was ist eure Meinung dazu? Denkt dran, Capital Games werden das niemals komplett umkrempeln, aber sie werden zumindest mal dran drehen, ja, und das ein bisschen mehr feintunen. Zu guter Letzt möchte ich gerne über das Thema Cheating sprechen. Denn es ist momentan ein großes Thema, das von mehreren YouTubern tatsächlich auf YouTube erklärt wurde sogar. Unter anderem MacMole, den ja auch viele kennen, ja, ein ehemaliger Gamechanger, der rausgeschmissen wurde aus dem Gamechanger-Programm und das mit gutem Grund, ja. Und im Gegensatz zu dem, was viele glauben, dass MacMole aus dem Gamechangers-Programm entfernt wurde, weil er sich gegen Capital Games ausgesprochen hat und die Wahrheit gesagt hat, das ist nicht wahr. Er wurde deswegen nicht aus dem Game Changers Programm entfernt. Es hat ganz andere Gründe, und zwar Verstöße. Und ich werde nicht näher darauf eingehen, aber er ist zu Recht letztendlich entfernt worden. Jedenfalls hat er auch ein Video gemacht, in dem er das erklärt hat, was ein anderer YouTuber vorher getestet hat. Ein anderer YouTuber hat nämlich bewusst in der großen Arena-Meisterschaft gecheatet und hat das Ganze per Videos aufgenommen, um eben zu beweisen, dass das Cheaten möglich ist. Und es hat tatsächlich funktioniert. Also er hat gezeigt, wie das funktioniert und dass es möglich ist. Daraufhin haben Capital Games dieses Video sperren lassen. Weil das ist ja deren gutes Recht, ja. Wir alle, die wir dieses Spiel hier spielen, Galaxy of Heroes spielen, wir haben kein Recht an diesem Spiel. Wir haben lediglich die Erlaubnis von Capital Games, das Spiel zu spielen. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich immer zu euch sage, Freunde, gebt nicht zu viel Geld aus in dieses Spiel. Das Spiel und dieser Account gehören euch nicht. Deswegen ist es auch verboten, einen Account weiterzugeben, ihn zu verschenken oder ihn zu verkaufen. Weil ihr keine Rechte daran habt. Ihr habt lediglich die Erlaubnis, wenn ihr den Nutzerbedingungen zustimmt, und da steht übrigens auch alles drin, diesen Account zu benutzen, ja? Aber er gehört nicht euch und ihr dürft ihn nicht verkaufen, verschenken oder sonst irgendwas damit machen. Und wir Content Creator dürfen auch eigentlich keine Videos darüber machen. Capital Games können von heute auf morgen sagen, so, ihr dürft keine Videos mehr machen, Videos down. Das ist ein Problem, das übrigens viele Leute haben, die Videos machen zu Nintendo-Games. Da ist es nämlich so, dass die alle Copyright-Strikes bekommen und dass diese Leute zwar die Videos noch zeigen dürfen, aber die können die Videos nicht monetarisieren, die kriegen kein Geld dafür. Sämtliches Geld durch Werbeeinnahmen von Nintendo-Videos geht direkt an Nintendo. So,
Und das erstmal vorab. Und die haben das Recht dazu, weil das ist deren Eigentum. Das ist deren geistiges Eigentum hier, deren Kreation. Wir haben nicht die Rechte an den Charakteren, wir haben nicht die Rechte an dem Spiel. Und wir müssen dankbar sein, dass wir es spielen dürfen. Und wir als Content Creator müssen dankbar sein, dass wir überhaupt Videos dazu machen dürfen, weil sie uns lassen. Ich selbst als EA Game Changer habe nicht nur die Erlaubnis dazu, das zu machen, offiziell. Ja, ich darf das offiziell. Sondern es wird sogar noch für mir verlangt, weil ich nur deswegen EA Game Changer werden durfte. Weil ich nämlich explizit Content zu EA Games mache, okay? Unter anderem dieses Spiel hier. Das heißt, ich habe quasi die offizielle Erlaubnis dazu und habe auch hierzu einen Vertrag damals mit Capital Games unterschrieben und mit EA, dass ich eben nichts leake und so weiter, keine Geheimnisse verrate, keine Filmgeheimnisse verrate und all diese Dinge. Und als EA Game Changer ist das so, dass ich eben das Recht habe, das zu tun. Ich werde nicht einfach nur geduldet, wie viele andere YouTuber, sondern ich darf das machen. Aber nur, solange ich mich eben an die Bestimmungen halte. So, was diese anderen YouTuber gemacht haben, McMole und ich habe der andere, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, ist aber auch im Prinzip unwichtig. Beide haben, also der eine hat das gezeigt, McMole hat ebenfalls ein Video darüber gemacht und hat damit eben eine größere Community erreicht, indem er das Gameplay gezeigt hat von diesem anderen YouTuber. Und auf diese Weise, beide sind keine EA-Game-Changer. Selbst wenn sie EA-Game-Changer wären, hätten sie, dass es möglich ist und wie das funktioniert, eigentlich EA melden müssen. Aber statt es zu melden, haben sie es zu ihrem persönlichen Vorteil genutzt. Der eine, um zu zeigen, dass es geht und um zu gucken, wann Capital Games reagiert. Und der andere, um das eben... Und der andere, um das eben einer größeren Masse zugänglich zu machen, um das zu zeigen. So, und die Sache ist die, dass man eben auf diese Weise Leuten gezeigt hat, wie das Cheaten funktioniert, ja, hat das quasi, das ist schon mal total dämlich, das zu zeigen, und zum anderen ist generell Cheaten eine Sache, die Art, wie hier gecheatet wird, ihr könnt euch keine Kristalle erhacken, Kristalle-Hacks funktionieren nicht in Galaxy of Heroes, so wie das hier, wie das Spiel aufgebaut ist, weil das serverbasiert ist, aber alles andere, Kämpfe gewinnen, oder zum Beispiel an den Zahlen der Charaktere herumschrauben, das funktioniert, weil das auf eurem Account stattfindet, das bedeutet also, ihr könnt im Prinzip an den Daten eures Accounts in eurem Spiel, das ihr quasi auf eurem Gerät habt, rumfuschen, um eben eure Statuswerte zu erhöhen und die der Gegner zu reduzieren. Und Capital Games kann nicht nachvollziehen, mit welchem Team ihr zum Beispiel gegen Darth Malak gekämpft habt. Ihr könntet beispielsweise eure Javas unendlich stark machen, den gegnerischen Darth Malak unendlich schwach machen oder zumindest einfach nur euch unendlich stark machen und dann den gegnerischen Darth Malak besiegen nur mit Javas. So. Das heißt, ihr könntet mit 60 Bannern gewinnen. Wenn ihr also mit 60 Bannern gewonnen habt, dann würde Capital Games merken, dass ihr mit 60 Bannern Darth Malak besiegt habt, weil das ist heutzutage praktisch unmöglich, ja. Mit 59 oder mit 60 Bannern gegen ein Darth Malak-Team zu gewinnen, ist faktisch unmöglich, weil das Team einfach so dermaßen stark ist und das würde auffallen. Es gibt aber Spieler, die machen das ganz subtil. Die machen das ganz heimlich, indem sie einfach nur die Zahlen leicht erhöhen, dass sie zwar gewinnen und vielleicht auch souverän gewinnen, aber nicht so souverän, dass es auffällt, ja. Und auf diese Weise können sie vielleicht sogar ihre stärksten Einheiten in die Verteidigung packen und mit schwachen Einheiten gewinnen, und nicht hoch gewinnen, aber gerade so, dass es reicht. Und auf diese Weise fällt es zwar nicht auf, aber sie gewinnen trotzdem. Und das ist tatsächlich möglich. Und deswegen ist es schwierig, hier eben auf die Cheater zu kommen, okay? Das ist allerdings auch verboten, weil ihr habt nicht das Recht, an den Daten des Spiels herumzufuschen. Es ist nicht euer Spiel. Außerdem schadet es natürlich die Competitivity, wenn man das so sagen kann, also die Vergleichbarkeit, ja, zwischen anderen Spielern und ist natürlich nicht fair und sowieso total lame, weil was hat man davon, wenn man cheatet, ja, auf diese Weise bestätigt man nur, dass man ein Loser ist und nichts zu melden hat in dem Spiel und in seinem Leben. So, wir gehen also jetzt mal hier oben rein in die Statistiken und, nicht in die Statistiken, sondern ins Profil. Moment, wir machen das anders, ich zeig das mal hier. Ich kann das ja nicht bei mir zeigen. Hier auf Betreten, ich gehe jetzt mal schon mal auf Ias in sein Profil. Und ihr seht, hier unten ist jetzt ein Button drin, der heißt Stummschalten/Melden. Wenn ihr also einen Spieler seht, der offensichtlich ein Cheater ist oder der auch nur ansatzweise bei euch die Alarmglocken läutet, gebt das bitte weiter an Capital Games. Ihr habt die Möglichkeit, entweder ins offizielle Forum zu gehen und dort einen Screenshot zu posten. Wenn ihr aber diesen Screenshot nicht mehr habt oder keine andere Möglichkeit habt, ja, das zu melden, klickt auf den Spieler drauf, geht in sein Profil, klickt hier unten auf Stummschalten melden, dann nicht auf Stummschalten, damit würdet ihr den Spieler nämlich ignorieren, sondern hier auf Stummschalten und melden. Und hier könnt ihr auswählen,
was er gemacht hat. Ne? Wegen einer Verletzung der Nutzervereinbarung melden. Letztere findest du unter so und so. Also wenn er gegen Nutzervereinbarung verstoßen hat, das bedeutet unter anderem auch cheaten. Dann könnt ihr sagen, hier beleidigende Sprache, beleidigender Name oder cheating. Und dann könnt ihr auf bestätigen klicken und dann wird Capital Games diesen Spieler prüfen. Bitte, Freunde, benutzt das nicht, weil ihr einfach sauer seid, dass ihr verloren habt, ja? Es gibt Spieler, die sind einfach nur mal besser als ihr. Es gibt Spieler, da war das Matchmaking einfach scheiße, ja? Die wegen Cheaten zu melden, ist natürlich völliger Schwachsinn. Das wird nur dafür sorgen, dass Capital Games abgestumpft werden und sich den wahren Cheater nicht mehr annehmen kann, weil die voll gespammt werden mit Leuten, die eigentlich gar keine Cheater sind. Nur weil ihr sauer seid, dass ihr verloren habt. Wenn ihr aber wirklich einen Cheater seht, nutzt diese Möglichkeit hier, auch wenn ihr den Verdacht habt. Wenn beispielsweise jemand gegen euch gewinnt mit einem viel zu schwachen Roster, was eigentlich gar nicht sein kann oder so, ja? Dass bei euch die Alarmglocken angehen. Stumm schalten, melden, hier Cheater auswählen, bestätigen und fertig. Und auf diese Weise erweist ihr Capital Games einen großen Dienst, denn die haben mehrfach dazu aufgerufen, dass die auf eure Hilfe angewiesen sind, weil es kein Kampflog gibt, ja? Es gibt nicht die Möglichkeit, im Kampf nachzuvollziehen, was hier passiert ist. Das bedeutet also, das Spiel ist wirklich sehr alt und es ist eben auf eine sehr alte Weise programmiert worden und eben mit viel Vertrauen, dass nicht gecheatet wird und so ein Kram, und jetzt ist es halt nun mal da und wir müssen jetzt das Beste draus machen, und das bedeutet, wir brauchen hier Zivilcourage, Freunde. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Cheater melden, und sei es über das Forum oder über diese Funktion, denn das hilft Capital Games nämlich ungemein. Okay, Freunde, ich denke, ich bin fertig mit all dem. Capital Games haben ja schon angekündigt, dass die nächste große Arena-Meisterschaft ebenfalls ein 5 gegen 5 wird. Denn die haben gesagt, damit sich das Ganze einpendeln kann, gehen die mit Standard. Und deswegen sollten beide Testmatches, also Testphase 1 und Testphase 2, sollten eben 5 gegen 5 sein. Und die allererste große Arena-Meisterschaft, die startet, ist ebenfalls 5 gegen 5. Ich persönlich gehe davon aus, dass die darauffolgende, die zweite große Arena-Meisterschaft, sofern alles gut läuft, die zweite richtige natürlich, dass die dann 5 gegen 5 mit Flotte sein wird, ja, weil Capital Games pusht ja aktuell sehr stark die Flotte, oder eben sogar ein 3 gegen 3 mit Flotte, aber ich denke, die Flotte wird dann zukünftig auch noch mit eine Rolle spielen und das wird für viele von uns sogar viel leichter werden, denn einige von uns sind ja relativ gut in der Flotte aufgestellt, aber nicht gut in der Trupparena. Und die Spieler, die eben in der Trupparena nicht so gut aufgestellt sind, aber in der Flotte gut aufgestellt sind, haben natürlich immer einen Nachteil in der Trupparena, selbst wenn das Matchmaking nur die Top-Einheiten berücksichtigt. Ja, es heißt ja immer, nur die Einheiten, die ihr durchschnittlich für die Offensive und für die Defensive benötigt, also wenn ihr Division 1 seid, dann sind das die Top 80 Einheiten, werden eben fürs Matchmaking berücksichtigt, nicht eure Gesamt-GM, und wenn dann eben, wenn ihr dann eben mehr auf Flotte gepolt seid und weniger auf Trupparena, dann habt ihr natürlich einen Nachteil, und wenn endlich mal wieder Flotte eine Rolle spielt, dann können wir da eben auch wieder besser abschneiden. Okay, Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei einer weiteren Episode. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Episode gefallen hat, wenn das hilfreich für euch war. Ihr werdet auf jeden Fall noch viel mehr Action sehen in der großen Arena-Meisterschaft, denn bald, Freunde, beginnt unsere eigentliche große Arena-Meisterschaft. Und ich würde gerne mal wissen von euch, wollt ihr, dass ich das Livestream mache oder nicht? Ja, soll ich weiter Videos machen oder lieber Livestream der großen Arena-Meisterschaft? Würde mich mal interessieren, was eure Meinung dazu ist. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Episode. Möge die Macht mit euch sein!